So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Mount & Blade Warband, Staffel 1, Folge Nummer 244, glaube ich. Tut mir leid für das schnelle Ende von der letzten Folge. Wie schon gesagt, qualitativ hochwertige Let's Plays. Oh Gott, ey. Moment, was mache ich hier eigentlich gerade? Gar nichts, okay. Sorry, aber meine Eltern haben mich gerade abgefuckt. Aber als Entschädigung. Wenn ich dran denke, Leute, dann wird nach. Obwohl, das brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Nee, vergesst es. Ich bin ein Retard, Alter. Und was ich auch ziemlich retarded finde, ist der Fakt. Okay, da kommt noch einer. Aber ich will mehr als zwei Unterstützer. Und ich muss auch erstmal warten, bis mein Charakter. Ich bin auf 90%, das passt, aber. Oh, da sind nicht mal viele Leute drin, aber trotzdem würde ich gern schon wenigstens noch einen Unterstützer. Hallo, was ist das? Ah, oh, guckt euch das an. Die fucken mich jetzt schon ab. Das meinte ich nämlich. Die werden einfach wieder Burgen nehmen. Ah, abfuck. Leute, jetzt sind die auch noch alle raus. Das macht es ja noch einfacher, die Burg einzunehmen. Machen die das die Gelben? Na doch, die Gelben fucken mich sogar ab. Tatsache. Na egal. Das juckt mich jetzt nicht. Ich werde einfach die Burg einnehmen. Und wenn sie das einnehmen, sind sie sowieso übelst geschwächt. Durch den Kampf. Dann sollen sie doch versuchen, das einzunehmen. Dann habe ich die Burg und mache das schnell mal 5 Minuten. Dann habe ich's. Dann sind die komplett weg. Ja, es wäre echt. Das ist aber echt dumm, was sie machen, Alter. Also taktisch ist es übelst Unglück. Ich verteidige doch lieber den Platz. Also ich verteidige doch lieber das, wo ich mehr Leute habe. Was halt wirklich mehr standhält, anstatt etwas zu erobern. Was halt sofort wieder weg ist und dabei das, was man easy verteidigen kann, währenddessen weg ist. Also, ja, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja komplett dumm. Was die machen. Hab halt mal kurz eine Stadt verloren. Holen wir uns gleich wieder, Jungs. Keine Sorge. Müssen wir halt nur mal warten, bis der Belagerungsturm vorangerückt ist. Guckt euch das an. Die hätten das easy verteilt. Also gut, natürlich gewinnen sie das nicht. Auch wenn ich nicht wirklich viele Unterstützer habe. Aber trotzdem ist das doch viel einfacher zu verteidigen, Mann. Egal. Egal. Deren Entscheidung ist jetzt nicht wirklich besser für mich. Weil die beste Situation wäre für mich natürlich einfach nur, wenn ich die Burg hier einnehmen würde. Und die mich gar nicht erst abfangen würden mit der Stadt. Aber trotzdem. Am Ende wird es einfach so aussehen, dass beides rot sein wird. Und das ist das Ziel. Was auch geil wäre, wenn man sich irgendwie. In Bannerlord? Ich denke gerade irgendwie so die ganze Zeit drüber nach, was geiler wäre in Bannerlord, Alter, wenn man sich irgendwie so ein eigenes Banner erstellen könnte. Aber mit wirklich vielen Möglichkeiten. Nicht einfach, dass man irgendwie so drei Farben zur Auswahl hat und dann hat man da so entweder einen Adlerkopf oder eine Schildkröte auf dem Banner. Das ist ja, dass man da, die halt wirklich übelst stark selber gestalten könnte. Das wäre ziemlich nice. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich hoffe, die machen das. Und dass man halt auch irgendwie mal endlich die Farbe wechseln kann vom Königreich, weil Rot feiere ich ja mal gar nicht. Ich höre eigentlich ein Blau. Blau ist nice. Ich glaube, Blau ist auch so ziemlich die Lieblingsfarbe, also die meist gewählte Lieblingsfarbe, oder? Die meisten Leute, die ich kenne, die feiern Blau auch. Wie kann man Blau auch nicht feiern? Das ist hier die Frage. Eine weitere Frage ist. Warum diese Belagerungstürme so halt abfacken? Schieb! Schieb! Aber die Meisterschützen gehen gerade gut ab. Feier ich. Na, ich sollte mal nicht so viel Damage fangen.
Ich habe zwar noch keinen Damage gefangen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, meine Freunde. Na, gerade mal kratzen. Na, der ist ohnmächtig, würde ich sagen. Meine Rüstung fängt übelst viel Pfeile ab, Alter. What the fuck? Und was ich auch nicht so feiere, dass hier Wegewachen stehen und den anschieben. Weil die kriegen halt schnell aufs Maul durch die ganzen Pfeile. Die brauchen wir doch im Nahkampf. Und der Belagerungsturm ist immer noch nicht ansatzweise dran. Oh, da hat er noch runtergefallen. Vielleicht treffe ich ja. Doch, der geht rein, oder? Naja. Ich habe keine Ahnung, ob ich zu weit schieße oder nicht. Na, jetzt sollte ich aber in der Lage. Wenn ich jetzt wieder festbugge, bringe ich mich um. Oh, jetzt treffe ich auch, perfekt. Oh, die machen mir viel zu viel Damage, diese Idioten, Alter. Weg mit euch. Oh, da bin ich easy ausgewichen. So, die hier schmeißen auch ziemlich viele Speere. Es war gerade ziemlich viel Rot im Chat, Alter. Wir müssen echt aufpassen. Weil am Ende verlieren wir halt wirklich, ey. Wenn ich irgendwie so einen dummen Fehler mache und mich übel slow machen lasse, dann werden meine Truppen da auch nicht so viel ausrichten können, wenn die nicht die harte Überzahl haben. Wir haben ja gesehen, irgendwie kriegen wir halt gerade gut aufs Maul. Also meine Truppen machen den Chat nicht so grün, wie ich es gerne hätte. Oh, Dart Headshot. Nicht mal voll gezielt, ey. Alter, guck mal, wie viel. What the fuck, meine Truppe, ey, mit dieser Belagerungsform fuckt mich so ab, ne? Was soll denn der Scheiß? Meine Truppen kriegen immer mehr aufs Maul. Schiebt schneller, Jungs. Ich würde ungern verlieren, Alter. Dann hätten die ja eine Stadt und eine Burg verteidigt. Was? Alter! Meine ganzen Leute sind down! Und das meinte ich mit Damage kassieren, mit dummen Sachen machen. Alter, das sieht halt gerade sowas von gar nicht gut aus. Wir haben eine ganz. Junge, der Belagerungsturm war so langsam, wir haben einen ganzen Trupp verloren. Eine ganze Wave. Das einzige Gute ist, dass ich ein paar Kills gemacht habe, aber. Boah, das ist so uncool. Die haben trotzdem noch so viele Bogenschützen, ne? Ich habe halt keine Pfeile mehr. 60 Pfeile habe ich verschossen. Aber die haben nicht viele Leute auf den Mauern. Wir kommen da gut drauf jetzt eigentlich. Wenn ich drauf bin, haben wir's. Ja, neue Verstärkung und neue Feinde sind eingetroffen. Kommt, geht. Oh mein Gott, oh mein Gott, kriegen wir aufs Maul. Kommt drauf, 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 drauf. Boah, ich habe gerade wirklich Angst, dass wir es verlieren. Okay, ich muss die Bogenschützen töten. Oh, gerade ist ziemlich viel Grün im Chat. So, mein Gott. Oh mein Gott. Überall, wo ich hinsehe, sterben meine Leute. Oh, du hörst auf zu schießen, mein Freund. So, und ich hoffe, ich werde jetzt nicht irgendwie abgeschossen, während ich hier kille. Oh. Aber ich glaube, na, okay, ja, wir haben es auf jeden Fall. Oh Gott, die kriegen ja wieder Unterstützung. Ja, wer weiß, ob wir das gewonnen haben. Also wir kriegen auf jeden Fall auch noch eine Unterstützung, auf jeden Fall. Aber wer weiß, wie viele die noch kriegen. Oh, woher kommen die denn? Ist aber gut, dass sie von hier kommen.
Weil die kann ich alle alleine töten. Die auf der Treppe konnte ich nicht so gut töten. Na doch, das haben wir, das haben wir. Oh mein Gott, Alter. Dass ich mit dem Königreich noch Angst haben muss, eine Schlacht zu verlieren, das ist krass. So, jetzt muss ich ja, ich kann da jetzt aber nicht so krass runtergehen. Ich gehe einfach mal hier runter. Und versuche dann mich irgendwie über die Seite an die Bogenschützen ranzumachen. Boah, das sind halt so viele, ne? Wenn die einmal auf mich fixiert sind. Ich kann das nicht, ich darf das nicht machen. Guck mal, wie wir aufs Maul bekommen, das gibt es nicht. Neue Feinde, aber keine Unterstützung. Oh Gott. Oder haben wir schon Unterstützung? Weil wenn das meine letzten Leute sind, haben wir es... Oh Gott, ich werde beschossen. Oh oh. Oh, Unterstützung, oh mein Gott. Das kann echt nicht sein, wie knapp das Ganze ist, ne? Kann ich irgendwo Pfeile aufheben? Nee, ne? Oh doch, doch, doch. Oh mein Gott, ich Idiot. Wir sterben, guck mal, ich muss helfen, Alter. Wir sterben gerade alle. Guck dir das an, warum blocken die? Geht alle, einfach alle drauf, Jungs, nicht blocken. Ich muss da jetzt halt irgendwie von hinten runter und die töten. Das kann ja nicht wahr sein, Alter. Leute, wie viele Mamluken die haben. Kein Wunder, dass wir alle sterben. Okay, scheiß drauf, das müssen meine Männer irgendwie machen. Ich muss da runter. Alter, die Burg ist da richtig hart einzunehmen. Das können wir echt gut verlieren. Das kann ich mir echt... Oh Gott. Wenn die Gegner jetzt keine neue Unterstützung bekommen, können wir das gewinnen. Okay, ja, okay, das war's. What the fuck? Okay, wir hätten auf jeden Fall noch Unterstützung bekommen, aber what the fuck, Alter? Ja, die haben auch nicht mehr so viele Truppen. Aber ist es krass, ist es wirklich krass. Wie die Bogenschützen auch auf einmal alle auf mich gegangen sind. What the fuck, ey. Oh mein Gott, jetzt geht gerade alles kaputt. Aber ich frage mich auch, warum mir meine Truppen nicht helfen. Wir spielen halt gerade nicht als Königreich zusammen. Ach nee, es ist ein Belagerungsturm. Ja gut, dann werde ich die Folge jetzt beenden. Dann machen wir das ein anderes Mal. Oder wir belagern das jetzt noch schnell. Und holen uns das wieder. Alter. Was ein Abfuck. Da bin ich jetzt schon ein bisschen angepisst. Sondern es kann ja nicht sein, dass auf einmal meine Truppen nicht mehr zu mir haben. Was habe ich denn falsch gemacht, dass sie auf einmal nicht mehr bei mir sind? Vielleicht bin ich einfach zu weit weg. Vielleicht sollte ich mich irgendwie in meinem Königreich versammeln und dann in die Wüste ziehen mit denen. Das kann natürlich sein, aber... Oh, komm mal, das meinte ich nämlich. Die Stadt ist halt einfach so easy angreifbar, Mann. So, easy. 35 Leute, ey, das ist ja nichts. Das ist ja gar nichts. Und guck mal, wenn das denn... Ich hoffe, es ist der letzte. Weil dann können wir so nämlich relativ schnell töten. Wo wollen die denn jetzt hin? Wo ist denn... Oh Gott, oh, das ist wieder lange. Woher kam dieser Fallschuss?
gucken halt auch alle hier hin. Bin ich blind? Okay. Keine Ahnung, wo das jetzt war. Vielleicht hier unten? Ja, hier unten. So, was wird jetzt noch belagert? Das war auf jeden Fall eine Stadt. Oder? Es war irgendwas mit B, glaube ich. Oder bin ich... Boah, ich habe echt keine Ahnung. Aber Leute, das war's erstmal. Wir kümmern uns darum nächste Folge. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann und ciao.